Hallihallo und herzlich willkommen von der Niddertalbahn aus der vergangenen Zeit. Wir fahren heute einen D-Zug bespannt mit einer purpurroten 218 und D-Zugwagen dahinter. Die Repaints von den D-Zugwagen sind vom guten Brickmaster aus dem Creators Club. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir stehen hier gerade in Bad Vilbel. Das der gegenteilige Ort zu Gut Vilbel. Und wir warten gerade auf den Gegenzug. Der fährt da vorne nämlich noch gerade ein in den Bahnsteig. Und wir dürfen dann danach losfahren. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Hier in den Führerstand. Wir sehen schon, Signal hat sich in diesem Augenblick umgestellt. Der Kollege ist gerade eingefahren. Und wir dürfen dann jetzt gleich unterwegs sein. Wir müssen noch ein bisschen aufrüsten. Und zwar einmal die Getriebeleistung. Die müssen wir noch einschalten. Zugbeleuchtung gerne aktiv. Oh, hallo. Ja, sehr schön. N-Wagen mit einer 110, die gerade hier vorbeigerauscht sind. Dann müssen wir noch einmal. Wir ändern mal ganz kurz die Ansicht, dann sehen wir nämlich ein bisschen mehr. Spitzensignale sind eingestellt. Untere Signalleuchte, Begleiterseite weiß. Führerstandsbeleuchtung machen wir auch mal an. Instrumentenbeleuchtung, ja bitte. Sander brauchen wir noch nicht. Hier sind die Scheibenwischer. Makro ist hier, da sind die Türen. Apropos Türen, die müssen wir erstmal noch freigeben. Jetzt frage ich mich gerade Folgendes, und zwar, das sind die, eigentlich sind das die Flixtrain-Wagen. Und wenn wir jetzt die Türen auf der linken Seite freigeben, funktioniert das? Ah, ich glaube tatsächlich nicht. Andererseits haben wir, glaube ich, noch keine Fahrtrichtung ausgewählt. So. Und die jetzt nochmal die Türen freigeben auf der linken Seite. Jawohl, es funktioniert. Hervorragend. Das ist ja fantastisch. So, dann gucken wir mal. Müssen wir sonst noch irgendwas machen? Hier ist die PZB. Die schalten wir auch idealerweise an. Funktioniert auch soweit. Bremse lösen. Die Bremsen sind, beziehungsweise die direkte Bremse ist noch angezogen. Wir können aber auch die Tür jeden Augenblick wieder schließen. Hier hinten müssen wir eigentlich nichts machen. Wir können eigentlich den Mehrfachtaktionsschalter auf ausstellen. So. Dann können wir die Türen schließen. Jawohl, Türen schließen sich. Und dann können wir eigentlich auch losfahren. Mach noch die Zugheizung an. Zugheizung Lokwahl 1 und 2, nur 1. So, Zugheizung an. Kann sein, ist bestimmt schon an, ne? So, am FIS können wir, ach, tatsächlich auch was einstellen. Ja, wir sind ein D-Zug. Wir werden jetzt nicht überall halten. Die Frage ist, ob wir vielleicht direkt Frankfurt auswählen können als Ziel. Denn wir tun jetzt einfach mal so, als würden wir nach Frankfurt fahren. Frankfurt wäre, ah, hervorragend. Frankfurt Hauptbahnhof. Steht das jetzt auch hier vorne drin? Oder wo steht das jetzt drin? Moment, falscher Knopf. Auf den Wagen steht das aber vermutlich auch nicht drauf, ne? Ja, nee, hier ist leider nichts drauf. Aber okay. Gut, dann genug gestanden, genug gequatscht. Abfahrt. Na, vielleicht Fahrstufe. Ich glaube, Fahrschalter 2 maximal zum Anfahren. Rein können wir uns eigentlich auch schon und können ein bisschen Leistung aufschalten. Dann können wir auf die 60 km/h hoch und fahren los. Wir halten nur einmal zwischendurch in Heldenbergen-Windecken. Ja, als D-Zug, als Schnellzug fährt man eben schneller und hält auch nur an den größeren, an den wichtigeren Orten.
So ein bisschen vergleichbar wie, ja, Regionalexpresszüge heutzutage, vielleicht auch Intercities sogar. So, 60 darf maximal gefahren werden. Wir können eigentlich sogar mal die Sichtfahrt einschalten. Ja, machen wir mal die Sichtfahrt an. Weil, warum nicht? So, 60 km/h sind erreicht. Das wird auch unsere Maximalgeschwindigkeit heute bleiben. Auf der Strecke ist nämlich nicht mehr als 60 erlaubt. Und wir lassen mal den wundervollen Zug an uns vorbeifahren. Erstmal nutzen wir das Horn. Und einen Speisewagen haben wir sogar auch dabei. Sehr schöne Repaints gefallen mir sehr gut. Ein Brickmaster. So. Müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden. Ui, es wackelt hier aber ordentlich. Moment mal. Ist irgendwie Cap Motion Sway ein bisschen zu stark eingestellt. Ich muss das eben ganz kurz in den Einstellungen gucken, weil das ist sonst, das ist viel mehr als normal. Wo ist das denn noch gleich allgemein? Bewegungsunschärfe? Nee, da war es nicht. Zugänglichkeit? Nein. Ton? Nein. Steuerung vielleicht? Mausempfinden? Nee. Dateien, Live-Einstellungen, erweiterte Einstellungen. Blattwerk, bla bla bla. Bildschirmprozente auch nicht. Huch. Bildschirm vielleicht. Nee. Spielerhilfe. Auch nicht. HUD und Gameplay. Eigentlich aber auch nicht. Ah doch, Kameraschwankintensität. Ich nehme sie mal ein bisschen runter. So. Vielleicht hat das auch ein bisschen was mit dem Suspensions-Update zu tun. Bin mir da nicht ganz sicher. Ehrlicherweise wackelt mir das immer noch ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, warum das so krass ist. Das ist doch sonst nicht so, so heftig. Aber dann nehmen wir sie noch weiter runter. Achso, das ist schon. Das ist schon das Minimale. Dann machen wir das vielleicht einfach mal komplett aus heute. Ja, das ist schon deutlich angenehmer zu fahren. Also ich weiß nicht, warum das. So unfassbar krass war das. Hat sich ja fast so angefühlt, als würde man mit einem Schiff über den Atlantik schippern, während draußen ein Sturm tobt. Aber so sieht das doch sehr gut aus. Die Niddertalbahn. Ein Strecken-DLC von Trains in Germany damals, deren allererste Strecke und hoffentlich nicht letzte Strecke. Und die Baureihe 218 ebenfalls ein TSG-DLC, einer der meines Erachtens schönsten Strecken, die wir überhaupt so haben im Simulator. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch mal bald irgendwas aus dem Raum Frankfurt von TSG. Wäre ja irgendwie ganz cool. So, BU-Signal blinkt, das heißt also, wir müssen nicht anhalten. Jetzt ist gerade ein bisschen die Performance im Keller. Und 30 zu erwarten. Wir bremsen rein.
hier gelten die 30 km/h. Und hier sind sie auch schon wieder vorbei. Das heißt also, hier hinter dürfen wir auch wieder auf 60 hoch. Wir werden da jetzt nicht anhalten an dem Bahnsteig. Hier hinten dran haben wir einen ABM-Wagen. Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h, noch ein ABM-Wagen. Ein Speiseraumwagen. Gefällt mir auch sehr diese Lackierung in Rot-Grün. Und dann hier nochmal ein zweite Klasse Wagen. Nächstes BÜ-Signal. Signal blinkt nicht. Das heißt, wir bestätigen das und verhalten uns so, als würde es uns einen Halt signalisieren. Und müssen schauen, dass der Bahnübergang gesichert ist. Wobei das BÜ-Signal blinkt, aber das wird dann wohl der nächste Bahnübergang sein. Wir fahren mal langsam weiter. Nochmal die Anzeigenbeleuchtung, die Instrumentenbeleuchtung erhöht. Gleiterleuchtung, ja bitte. So, und das müssen wir jetzt auch bestätigen. So, jetzt müssen wir schauen, weil der Bahnübergang. Das BÜ-Signal hatte ja vorhin nicht geblinkt, hoch. Aber wir sehen, die Schranken sind unten. Ja, Bahnübergang ist also gesichert. Wir können fahren. Ansonsten hätten wir, glaube ich, hier sogar die Möglichkeit, meine ich genau, den Bahnübergang zu aktivieren. Aber der Bahnübergang, ups, jetzt habe ich den Bahnübergang tatsächlich gehoben. Beziehungsweise die Schranken. So, und jetzt aber bitte wieder senken. Anderer auch. Achso, geht das nur hier? Genau, Bahnübergang ist gesichert. Wir können weiterfahren. Ah, interessant, okay. Wir haben eine 1000 Hertz Beeinflussung. VMAX 40. Ich bin immer noch ein kleines bisschen angeschlagen. Falls ihr das letzte Video aus München gesehen habt, habe ich auch erklärt, warum. Aber das soll soweit nicht euer Problem sein. Und auch nicht meins. Ich will jetzt hier Zug fahren. Oh. BÜ-Signal blinkt. Und Formsignal zeigt uns Fahrt an. So, wir dürfen jetzt natürlich nicht zu schnell werden, da wir immer noch unter Beeinflussung sind. Also unter Beeinflussung unseres Sicherungssystems, nicht unter irgendwelchen Stoffen.
und einmal vorbei hier am kleinen Bahnhof von Niederdorffelden. Moment. Das geht auch besser. Eine Vorbeifahrt hier vorne am PÜ. Können wir mal an dieser Stelle ein kleines Foto machen. Oh, ja, sieht sehr schön aus hier. Wir sind raus aus der Beeinflussung, können also entsprechend jetzt mal wieder auf 60 km/h hoch. Sehen schon wieder das nächste Bahnübergangssignal, das bitte fang an zu blinken, fang an zu blinken. Ja, gut, es fängt an zu blinken. Ne, wenn es blinkt, dann heißt es eben, dass der Bahnübergang gesichert ist. Sollte es nicht blinken, dann tun wir so, als sei es eben ein Signal, das uns einen Halt ankündigt. Wir müssen es also entsprechend auch bestätigen und dann auch vor dem Bahnübergang anhalten. Genauso hier. Wir haben gesehen, das Bahnübergangssignal hat nicht geblinkt und wir halten an vor dem nächsten BÜ. Ups, ja, Vollbremsung wollte ich jetzt nicht. Das BÜ-Signal blinkt. So, wir halten an und laufen mal rüber und schauen nach. Ach, gut, dann gehen wir über die andere Seite. Wir schauen einmal nach, was wir hier am Bahnübergang machen können. Ja, okay, das sieht aber soweit so gut aus. BÜ ist unten. Okay, wir können weiterfahren. Ah, schön, oder? Niddertalbahn, immer wieder ein tolles... Immer wieder eine tolle Strecke. Die Vegetation, die hier verbaut ist. Ach, es ist einfach toll. Schön. Ne? So. Huch. So. Entschuldigt, das Gehuste. Wir können weiterfahren, die Autos stehen. Und hier wieder die nächste Pfeiftafel. Also man muss eben sagen, trotz der Tatsache, dass die Niddertalbahn in Anführungszeichen nur eingleisig ist und das immer so ein bisschen tendenziell verlautet, dass das gameplay-technisch sehr schnell sehr, ja, fast schon langweilig werden könnte, ist halt hier auf der Strecke doch immer unfassbar viel zu tun und zu sehen. Mit den ganzen Bahnübergängen, mit den Pfeiftafeln, mit diesen wirklich
teilweise wunderschönen Szenerien. Zum Beispiel hier, einer meiner absoluten Lieblingsszenerien, auf der gesamten Strecke mit der Brücke auf der einen Seite. Moment. Na, still scharf. Genau, mit der Brücke auf der einen Seite und dem Wasser. Sollen vielleicht die Schärfentiefe anpassen, weil der Autofokus da nicht so ganz mitspielt. Also es ist wirklich einfach, ne, unfassbar schön gemacht. Auch hier rauschen wir einfach nur vorbei. Bitte anhalten. Jawohl. Man könnte ja mal überlegen, was wäre denn so eine Strecke von TSG, die vielleicht kommen könnte. Es müsste ja tendenziell irgendwie was Kleines sein. Keine riesengroße Strecke, keine Strecke, die vielleicht große Bahnhöfe beinhaltet, sondern von Dorf A zu Dorf B. Aber halt eben mit einer schönen Szenerie. Also irgendwas in Norddeutschland könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Oh, wir dürfen gleich nur noch 40 fahren. Das bestätigen wir natürlich. Vielleicht so eine Art Museumsbahn könnte ich mir irgendwie gut, ganz gut vorstellen, dass sowas kommen könnte von TSG. Oder irgendwas, was, ja, vielleicht so eine Art Schmalspurbahn, vielleicht eine Parkbahn. Es gab ja mal vor Ewigkeiten den ursprünglichen Plan von DTG, dass die Dresdner Parkeisenbahn mit Dresden-Riesa mitgeliefert wird. Da kam es halt leider nie dazu, weil das einfach nicht mehr drin war im Umfang des Projekts der Strecke. Es war einfach ein bisschen zu viel, aber die Gleise liegen ja tatsächlich da von der Dresdner Parkeisenbahn. Wer weiß, vielleicht wagt sich da TSG nochmal an die Parkeisenbahn ran. Das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Fände ich auf jeden Fall cool. So, der muss auf uns warten. Der fährt nämlich nach Bad Vilbel. So, wir lesen die dynamische Bremse wieder aus. Und auf in den Tunnel. Führerstandsbeleuchtung ist an. Ohne würde das Ganze so aussehen. Moment. So und so mit. Tagsüber macht es keinen Unterschied. Daher lasse ich es jetzt auch einfach an. Ich glaube, wir sind nicht mehr weit weg von von Heldenbergen, genau da vorne, da werden wir einen Zwischenhalt einlegen. Da das ja auch durchaus ein Umstiegsbahnhof ist. Ich habe jetzt das Ganze ist übrigens kein Szenario, sondern eine Fahrt durch den Freeroam-Modus im Fahrplanmodus einfach mit reingepackt. Allerdings im Originalfahrplan und nicht im modernen Fahrplan, weil natürlich diese Zugkombination hier eher noch auf den 1992er Fahrplan passt als auf den 2000, ja weiß ich gar nicht, der moderne Fahrplan, welches Jahr das darstellt, aber auf jeden Fall 2000er Jahre und da
ist natürlich so ein Zug ziemlich fehl am Platz in den 2000ern, ne? Ja, hey, was soll das? Wir werden hier immer wieder hochkatapultiert. Schön. Das ist einfach idyllisch, oder? Hier über die Brücke. Also alleine wegen dieser Bilder hier lohnt es sich absolut, bei der Niddertalbahn zuzugreifen und auch ehrlicherweise bei der 218. Beides wirklich DLCs, die ich immer empfehlen würde. Beim Flixtrain ist es ein bisschen was anderes. Aus den Wagen kann man eben viel machen. Mit den entsprechenden Repaints, wenn man so ein bisschen darüber hinweg sieht, dass eben die Innenräume natürlich nicht ganz passen. Und beim Flixtrain verstehe ich auch so ein bisschen die Kritik ja, das ist halt eben ein Lock-DLC in einem Fahrplanmodus, wo man halt eben nur so 6, 7 Fahrten hat. Also da kann ich verstehen, auch wenn es eben realistisch ist, dass da nur 6, 7 Fahrten sein können, dass man da sagt, ja, das ist mir einfach zu wenig. Aber bei der 218, da ist es meines Erachtens, ist fast schon so eine Art Pflichtkauf meines Erachtens. Gerade in einem Sale, ich weiß gar nicht, ob die 218 bisher überhaupt in einem Sale war, aber wenn doch, da müsst ihr 100% zugreifen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Bei der Niddertalbahn ist es natürlich immer noch so ein bisschen was anderes, weil wenn man einfach eingleisige, nicht elektrifizierte Strecken nicht mag, dann ist das halt so. Dann wird man auch letztlich auch mit der Niddertalbahn nicht unbedingt warm. Hallo? Wo steht ihr denn hier? Ach so, okay, das ist ein Bahnsteig. Warum haben wir eigentlich ein haltzeigendes Signal? Müssen wir jemanden durchlassen? Oder habe ich den Weg nicht gescheit kontrolliert? Das gucken wir uns gleich nochmal an, sobald wir zum Stehen gekommen sind. Wobei, wenn jemand überlegt, ob Maintalbahn oder Niddertalbahn, da würde ich immer sagen Niddertalbahn. Weil das doch die etwas schönere Strecke ist. Zwar mit den langsameren Geschwindigkeiten, aber eben mit der schöneren Streckengestaltung. Ja, ein bisschen müssen wir noch fahren. Daher schalte ich wieder zwei Leistungsstufen auf, damit wir jetzt nicht zu früh zum Stehen kommen und das Signal gar nicht mehr sehen. Mir noch schön die Dieseldämpfe, die hier noch so angeleuchtet wurden von der Sonne. Von der Sonne, die da links steht. Huch, jetzt sind wir wieder, ups, hochkatapultiert worden. Oh, oh. Oh Gott. Halt an, halt an, halt an. Halt an. Ach. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das Signal doch so schnell kommt. Ups. So, jetzt müssen wir aber auf jeden Fall mal kurz kontrollieren, was hier Sache ist. Nicht, dass sich hier irgendwas verkeilt hat. Also eigentlich ist doch der Bahnsteig frei. Kreuzen tun wir hier nicht, weil das eine Unterführung ist. Wisst ihr, was wir machen können? Wir können mal einen Wegpunkt einfügen. Und statt dass wir über das Gleis hier fahren, fahren wir über dieses hier. Das ist kein gültiger Ort. Okay, können wir über das hier fahren? Das ist auch kein gültiger Ort. Okay, das sind keine gültigen Orte. Weil man weiß das nicht. Kann ich über das hier fahren? Auch kein gültiger Ort. Kann ich hier rumfahren? Auch kein gültiger Ort. Okay, dann liegt das an irgendwas anderem. Halten wir mal nur mit der Lokbremse. So, dann schauen wir mal. Vielleicht kommt uns ja tatsächlich auch genau diesem Bahnsteig hier ein Zug entgegen, der bereits Einfahrt hat. Ich habe es halt leider nicht vorher kontrolliert.
im Freeroam-Modus. Kann natürlich sein, dass der hier bereits Einfahrt hat. Also für den ist das Signal im Grunde genommen schon gestellt, bis er halt hier vorbei ist. Und wir müssen auf den warten. Ja, das scheint wohl tatsächlich so zu sein. Frage ist, wollen wir den entfernen? Wie lange dauert das? Naja gut, in Realität können wir den auch nicht entfernen, ne? In Realität müssen wir natürlich auch... Ja, das ist doch irgendwie witzlos, wenn ich jetzt hier den einfach entfernen würde. Oder also so weit weg ist er ja nicht. Ich habe leider keine Distanzmarkierung hier, um das einzuschätzen, aber ich glaube... Ja, ach, das sind vielleicht 3-4 Minuten. Die können und müssen wir auch mal warten. In Realität geht das ja auch nicht, dass wir einfach sagen... ja, der Gegenzug, der wird jetzt hier entfernt. Aber was wir machen können, auch wenn dann die Zeit nicht mehr weiterläuft, aber ein Foto machen, das können wir auf jeden Fall. Die Zeit sollten wir uns immer eigentlich nehmen, ein schönes Foto hier zu machen. Ne, Bewegungsunschärfe wollte ich nicht, wollte ich Schärfentiefe haben. So. So. Okay, wir müssen jetzt warten. In der Zeit können wir ein bisschen hier mal uns umgucken. Beziehungsweise wir können uns nochmal in die Wagen hinein... Ja, in die Wagen hineinfliegen oder uns die zumindest mal von außen angucken. Ja, also hier ein ABM-Wagen, erste Klasse-Wagen. Wie gesagt, das Interieur passt jetzt natürlich gar nicht, aber das muss man dann irgendwie, da muss man dann vielleicht die körperliche und geistige Stärke haben, das einfach ignorieren zu können. Und wer das nicht hat, dann, ja, na, gut. Gibt Schlimmeres im Leben, würde ich behaupten. Speiseraum haben wir dann hier, das ist der BRYL-Wagen. Also das B wird für zweite Klasse stehen, das R vielleicht für Restaurant. YL habe ich jetzt ehrlicherweise keine wirkliche Idee, was das bedeuten könnte. Die beiden Buchstaben, das müsste man mal nachgucken. Und dann haben wir hinten dran noch einen reinen zweite Klasse Wagen. Den BM-Wagen. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Auch hier gerade auf der Brücke. So, Moment. Ja, oder? Also... Ist das nicht ein Bild? Wenn jetzt hier die Lok noch drauf stünde, das wäre ein richtig schönes Bild. Was haben wir hier vorne? Oh, jetzt werde ich die ganze Zeit so hoch katapultiert. Hier noch eine kleine Autobrücke. Auf der anderen Seite sieht ebenfalls schön aus. Ja. Und hier vorne auch einer meiner Lieblingsstellen an der Strecke. Und zwar hier mit den Kirschbäumen. Das sieht auch wirklich unfassbar schön aus, oder? Also hier die Kirschbäume. Auch so schön liebevoll ausgestaltet. Ein kleiner Brunnen. Der ein bisschen, ja, etwas zugeschlammt ist. Aus dem würde ich jetzt kein Wasser mehr schöpfen. Aber alleine, wenn man hier so runterguckt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Da vergisst man manchmal, dass es ein Zugsimulator ist, ne? Dass es hier eigentlich darum geht, Züge zu fahren. Hier noch schön ein Nadelbaum. Eine Tanne. Da hat noch jemand sein Auto in die Einfahrt geparkt. Und hier ist die elektrifizierte Hauptstrecke, wo uns tatsächlich gerade ein Zug entgegenkommt. Fantastisch. Eine Ozeanblau-Beige 110 333-2. Mit Mindling. Und im Karlsruher Kopf hinten dran fährt Richtung nicht einsteigen. Schade. Aber das müsste. Ist das Richtung Frankfurt? Ne, ich glaube, Frankfurt ist die andere Richtung. Ich glaube, Frankfurt ist diese Richtung. So, wir gucken mal zwischendurch auf unser Signal und schauen mal, ob eigentlich der Gegenzug mittlerweile irgendwo angekommen ist. Da ist er. Ah, er hat es endlich geschafft. Jetzt wird es natürlich spannend, wo der hinfährt, wo der hingeleitet wird. Weil wenn er jetzt am Ende auf unser Gleis geleitet wird, dann haben wir nämlich ein Problem. Dann müssen wir den tatsächlich entfernen.
Wenn er jetzt über die Weiche hier lang fährt, dann müsste sich unser Signal automatisch stellen. Jawohl, das tut er auch. Dann dürften wir eigentlich jeden Augenblick Fahrt bekommen. Kann nochmal nachfragen. Fortfahren gemäß Signalbilder, ja. Okay. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, dass das Signal umschaltet. So, da steht dann auch jetzt. Oder hat der schon freie Fahrt bekommen? Das kann er aber auch nicht bekommen haben. Okay, dann verstehe ich es jetzt tatsächlich nicht, warum wir jetzt nicht mittlerweile freie Fahrt bekommen. Denn der steht ja ganz offensichtlich da. Und wir kreuzen ja nicht sein Gleis. Und der kann ja gar nicht freie Fahrt bekommen, weil wir blockieren hier das Gleis. Das heißt also, sein Signal kann ja gar nicht auf grün stehen. Nee, kann eigentlich nicht sein. Dann fragen wir nochmal nach. Okay, klappt nicht. Dann machen wir doch jetzt mal Folgendes. Jetzt kommt dann doch die Brechstange. Einmal das Brecheisen rausgeholt und den Zug entfernt. Immer noch nicht? Wie bitte? Na? Was ist denn nur das Problem? Gibt es jetzt schon wieder einen anderen Zug, der hier hinten nachkommt? Ich stelle mal hier nochmal eben den Weg um. Vielleicht liegt es daran. Ich glaube es zwar nicht, aber... Wegpunkt hinzufügen. Kein gültiger Ort. Warum denn nicht? Da komme ich doch hin. Nicht erreichbar. Hä? Also irgendwas ist... Funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte. Fortfahren gemäß Signalbilder. Oder habe ich hier irgendwas... Habe ich irgendwo einen Fehler im Denken? Wisst ihr was, Leute? Ich mache mal an dieser Stelle einen kleinen Cut. Ich versuche mal den Fehler selbstständig zu finden. Und dann hole ich euch gleich wieder zurück. Bis gleich. So, da bin ich wieder mit einem Statusbericht. Also folgendes. Ich konnte den Fehler erstmal nicht ausmachen. Dann habe ich einfach die... Strecke komplett gelöscht und habe nochmal komplett neu die Route gesetzt nach Stockheim. Und das Positive ist, laut HUD funktioniert es. Also wir sehen, das nächste Signal in 28 Metern ist grün. Das danach auch. Problematisch ist aber, dass dieses Signal hier auf Rot steht. Die Frage ist jetzt, was passiert? Denn laut Simulator ist das Signal grün. Aber das ist ganz offensichtlich nicht grün. Das ist rot. Was wir jetzt machen können, ist, wir fahren jetzt über das Signal. Vielleicht mit Befehl 40 und hoffen, dass es funktioniert. Ansonsten kann es auch sein, dass in weniger als 30 Metern das Video endet. Falls das der Fall ist, ja, dann ist das halt so. Aber ich sehe jetzt gerade keine andere Möglichkeit, was wir jetzt machen sollen. Denn laut HUD ist halt eben das Signal grün. Also, Augen zu und durch. Jetzt bin ich mal selbst gespannt, was passiert. Also ich fahre jetzt mal mit Befehl 40 drüber. Auch wenn da jetzt kein Ersatzsignal leuchtet. Bin mal gespannt. Wie gesagt, laut HUD, ihr seht es immer noch oben rechts, es ist grün. Ich drücke auf Befehl 40. Okay. Okay, wir haben eine Zwangse bekommen, aber wir sind nicht rausgeflogen. Damit bin ich fein. Das ist okay. Also irgendwas hat da gerade ordentlich nicht geklappt. (lacht)
Irgendwas ist mit dem Signal. Hat leider keinen Signalnamen, ne? Hier bei 14.2. Vielleicht nicht 100% richtig. Aber okay, gut, wir fahren. Das ist das Wichtigste. Wir sind immer noch im Game. Sehr gut. Und jetzt wird es langsam richtig schön, was so die Beleuchtung angeht. Also jetzt kommen wir richtig schön in diese abendliche Stimmung hinein. Da, sehr schön. Kommt da vielleicht gerade noch ein Zug? Nee. Also kleine Signalstörung. Ich würde sagen, Realismusgrad ist vorhanden. Was so Signalstörungen angeht, das kommt auch in Realität das ein oder andere Mal vor. Wir können hier wieder das FIS umstellen. Wobei das eigentlich auch vollkommen egal ist, aber... Ja. So, wir halten hier an, um dann auch entsprechend die Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Oder auf welchem, über welches Gleis fahren wir denn jetzt eigentlich? Ist das überhaupt ein Bahnsteigsgleis? Kann man die überhaupt anhalten? Nö, können wir gar nicht. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, aufgrund einer Fehlleitung durch die Fahrdienstleitung fällt der Halt in Heldenbergen-Windecken heute aus. Unser nächster Halt ist Stockheim. Wir werden allerdings vorher am nächsten kleinen Bahnhof anhalten, sodass Sie mit dem Gegenzug zurück nach Heldenbergen-Windecken kommen. Wir bitten Sie, diesen Fehler zu entschuldigen. Tja, ne? Also so schnell geht das. Dann halten wir eben doch nicht in Heldenbergen-Windecken. Werden aber natürlich den Fahrgästen beim nächsten kleineren Bahnhof die Möglichkeit geben, auszusteigen. Damit sie nicht all the way bis nach Heldenbergen, bis nach Stockheim mitfahren müssen. Denn ich kann mir vorstellen, dass es hier einige gegeben hat, die vielleicht den Anschlusszug direkt nach Frankfurt nehmen wollen würden. So, wir befreien uns mal von der Beeinflussung. Wir sind ein bisschen zu schnell, wir dürfen eigentlich nur 40 fahren. Ne? Haben ein bisschen Zugbremse hinterhergeschmissen. Ja. So. Ah, es geht ordentlich bergab. Okay, wir dürfen jetzt 60 fahren. Und es wird von den Beleuchtungsverhältnissen wirklich einfach immer schöner. Oder? Also... Ach, wundervoll. Bahnübergang einmal mit einem Pfiff gesichert.
Was mir auch hier in diesem Abschnitt sehr gefällt, ist die Bewachsung des Waldes hier, dass auch zwischendurch mal so ein Baumstamm, so ein gefällter oder so ein abgeschlagener Baumstamm zu finden ist. Dass hier Pilze auf dem Waldboden zu sehen sind. Ne, ihr seht's, ne, das ist kein Pilz. Aber es gibt auf jeden Fall Pilze, dass wir hier unterschiedliche Pflanzen haben. Finde ich auf jeden Fall immer wieder ziemlich cool. Hier sind ein paar Pilze und ein paar Steine. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Wieder raus aus dem Waldstück. Wieder muss gepfiffen werden. Und wir müssen ein bisschen reinbremsen. Hier kriege ich meistens eine Zwangsbremsung, meine ich. Das ist doch irgendwo mal hier. Und ich verstehe nicht so genau, warum. War das nicht immer hier? Oh, Leute, guckt euch das an. Ah, jetzt weiß ich warum. Ah. Ich hätte es schon wieder fast übersehen. So. Aber diesmal nicht. Diesmal nicht. Und da vorne ist das halseigene Signal. Wir sehen schon rot aufleuchten in der Ferne. Ah, fantastisch. Hier können wir dann sowieso die Türen dann aufmachen. Wollten wir eh für unsere Fahrgäste. Und vermutlich müssen wir auf den Gegenzug warten. Sonst würde das Signal nicht halt zeigen. Und wir halten an. Huch. So, Türen auf der linken Seite. Genau, jetzt können die Fahrgäste hier aussteigen, die gar nicht hierhin wollten, um dann den nächsten Zug wieder zurückzunehmen. Apropos nächster Zug. Wo ist er eigentlich? Erstmal ziehen wir mal die Lokbremse an. So. Wir schauen auf die Karte. Ne? Ui, das ist aber... Ist das der nächste Zug? Der fährt aber sicherlich nicht in unsere Richtung, sondern... Der fährt doch bestimmt auch Richtung Stockheim. Und der wartet auf einen Zug, der vermutlich in unsere Richtung kommt. Den ich aber so weit bisher nicht sehen kann. Und hier sind wir schon in Stockheim. Okay, dann weiß ich nicht so genau, warum abgelehnt. Jetzt haben wir schon wieder ein Problem mit denen. Mit der Signalisierung oder ist das ein Problem mit meiner Kompetenz? Das ist immer die entscheidende Frage. Ist es die Anwendung oder ist es der Anwender? Meistens ist es der Anwender, ehrlicherweise. Okay, wir kontrollieren das nochmal. Also wir wollen jetzt hier rüber, das ist soweit in Ordnung.
Achso, vielleicht können wir. Huch, er ist weg. Okay, aber wenn der jetzt weg ist. Kontrollieren die Weiche. Das ist soweit in Ordnung. Wenn der jetzt weg ist, dann können wir ja doch fahren. Oder? Hat sich das Signal umgestellt? Nee. Immer noch nicht. Wisst ihr was? Ich mache einfach eine Durchsage im Zug und schieb's auf die Fahrdienstleitung. Ah, ist okay, der ist doch in unsere Richtung gefahren. Okay, fantastisch. Dann warten wir jetzt einfach auf den. Das ist dann der Gegenzug, der jetzt die Fahrgäste wieder zurück nach Heldenbergen-Windecken bringt. Ist hier irgendwas drin? So eine Regentonne, ne? Kleine Bank zum Entspannen. Das Rosen? Kann, ja doch, sieht für mich stark nach Rosen aus. Hier auch nochmal rote Rosen. Schubkarre. Auch hier schön so ein kleiner Pavillon. Das Asset habe ich auch vorher noch nie gesehen. Definitiv ein neues Asset. Ja. Schön sieht es hier aus. Wo sind wir eigentlich hier? Wir sind hier in... Eichen. Hier noch so ein Fernsprecher. Funktioniert der? Nee. Huch. War das ein Huhn? Ich glaube schon, hier ist so ein Fahrradunterstand. Hier noch so eine Mauer. Bahnübergang ist zu. Da werden sich die Autofahrer aber ordentlich freuen. Naja, sollen sie halt lieber Zug fahren. Eigentlich können wir, glaube ich, den Turbo ausschalten, solange wir stehen, ne? Wobei, das ist die Zugheizung. Gibt eigentlich auch keinen Sinn, die auszumachen. Wobei die Türen sind auf. Nee, wir lassen die Zugheizung doch an. Ich glaube, das ergibt keinen Sinn, dass wir sie gerade ausgemacht haben. Wir sehen da links übrigens die Volt- und Amperezahl. Die gehen da hoch. Ja. So, dann dürfte doch der Zug irgendwann kommen. Wisst ihr was? Wir bedienen uns eines kleinen Tricks, den wir in der Realität leider nicht zur Verfügung stehen haben. Wir vervierfachen einfach die Geschwindigkeit, solange wir den Zug sehen. Was jeden Augenblick der Fall sein dürfte. Ja, ich glaube, da habe ich schon was gesehen. Da ist er. Fantastisch. Sogar ein schönes Frequent hier, das in Rot. Sehr schön. Der fährt nach Frankfurt. Wir können schon mal die Türen schließen. Und können dann jeden Augenblick losfahren. Grüßen noch einmal schnell. Und können fahren. Ausfahrt mit 40. Muss nur einmal kurz Nase schneuzen, deshalb muss ich mal eben mein Mikrofon auf Stumm stellen.
So, da bin ich wieder. Und wir dürfen 60 fahren. Pfeiftafel. Und wieder eine Gepfeifertafel. Auch hier habt ihr das gerade gesehen, hier die Ausgestaltung. Kleiner Teich hier, das ist der Wahnsinn, oder? Oh, jetzt bin ich hier schon wieder rausgeschmissen worden. Aber wirklich toll. Hier werden wir natürlich nicht anhalten. Wir fahren jetzt durch bis Stockheim. Nicht. Also von wollen kann hier nicht die Rede sein, das dürfen wir gar nicht. Geschwindigkeitsbeschränkungen sind aus einem ganz bestimmten Grund da. Die Autos hingegen dürfen 80 fahren. Und hier geht es Richtung Altenstadt, 1 Kilometer, Lindheim auf 4 Kilometer. Ich finde ja gerade hier so Verkehrsschilder, das haben wir selten im Simulator bisher, aber ich finde, das macht einen großen Unterschied, wenn halt ein Verkehrsschild da ist oder nicht. Also wirklich mit den richtigen Orten, die man da auch erwarten würde, nicht mit irgendwelchen generischen Städtenamen und dass dann sogar die entsprechenden Geschwindigkeiten angepasst sind. Das gibt dem Ganzen sofort so einen deutlich realistischeres Gefühl. Verkehrsschilder generell total underrated von der so Bedeutung her. Wo ist unser Zug? Hallo? Achso, da. Aber ich finde, auch so ein Vorfahrtsschild oder sonst was, das macht einen riesigen Unterschied. Was auch einen Unterschied machen könnte, ist die nächste Zwangsbremsung. Mittlerweile schon ordentlich dunkel geworden. PÜ-Signal blinkt. Haben wir eigentlich sowas wie Fernlichter bei der 218? Nee. Mit 40 dürfen wir nicht drüber. Okay, gut, polieren hier einmal die Weiche. Das müsste Lindheim sein.
Nee, Altenstadt. Oh. Altenstadt. Oh, schön hier, die Trauerweide. Toll. Man kommt halt bei der Niddertalbahn aus dem Schwärmen eigentlich fast nicht mehr raus, ne? Also man guckt sich um und denkt sich die ganze Zeit auch toll. Ist das nicht schön? Ach, guck mal da. Schau mal dort. Die nächste Pfeiftafel und wir sind auch, glaube ich, fast in Stockholm angekommen. Also viel ist da jetzt nicht mehr vor uns. Oder? Kommen wir nochmal? Oh, ein bisschen. Ich finde es fast so eigentlich fast schon angenehmer, ne? Ohne Führerstandsbeleuchtung. Dann fügt sich der Führerstand selbst insgesamt mehr in die Beleuchtung der Landschaft mit ein und sticht nicht mehr so sehr heraus. Langsam die Leistung wieder abschalten, denn wir haben die 60 km/h erreicht. Signal, fang an zu leuchten. Jawohl. Ja, 4,3 Kilometer noch bis Stockholm. Das heißt also, wir sind eigentlich fast schon da. Ich finde es krass, wie bei der Niddertalbahn halt wirklich noch in die Ferne gebaut wird, ne? Also, dass das ja überall noch bebaut, während man bei den älteren TSG, Quatsch, DTG-Strecken, wie zum Beispiel, weiß nicht, Hauptstrecke Rhein-Ruhr oder München-Augsburg oder so, halt vielleicht diesen Bereich bebaut hat, so hier vorne so, aber alles, was dann so ab da hinten ist, ist einfach nur noch leere Landschaft. Und das finde ich ist, also es hat sich generell im TSW krass entwickelt mittlerweile, dass es schon deutlich besser geworden ist, was das angeht. Aber gerade explizit die Niddertalbahn, die Strecke von TSG, wirklich wahnsinnig schön, was das angeht. Hier vorne noch so ein paar Baumaschinen. Hier
die Leute, die vielleicht was für einen Landwirtschaftssimulator übrig haben. Habe ich übrigens gar nicht so. Landwirtschaftssimulator ist etwas, was mich persönlich ja mal so überhaupt gar nicht interessiert, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht, weil es einfach nichts mit meinem Alltag zu tun hat. Aber als ich auf der Gamescom war, ist ja der Wahnsinn, was die für einen, also die vom Landwirtschaftssimulator, was die da für einen riesigen Auftritt dort hatten mit irgendeinem riesengroßen Fahrzeug, das dort in einer Haupthalle stand. Der absolute Wahnsinn. Wo ich mir immer wieder denke, wie kann das sein, dass das eigentlich so unfassbar gut ankommt? Es gibt ja auch die ein oder anderen deutschsprachigen YouTube-Channels, wo auch eben viel LS kommt. Mit Aufrufzahlen, ne, wo jedes Video mindestens 10.000 Aufrufe hat, gönne ich natürlich absolut 100% jedem und jeder. Aber ich denke mir halt, das ist für mich total unerwartet, dass sich wirklich so viele Leute für Landwirtschaftssimulationen interessieren. Weil für mich gibt es irgendwie nichts Langweiligeres, für mich persönlich jetzt nichts Langweiligeres als Landwirtschaft. Also hier mit irgendwelchen Fahrzeugen über irgendwelche Felder fahren, die dann bestellen und pflügen und sonst was. Ich kann mir nichts vorstellen, was mich mehr langweilen würde als das. Vielleicht, weil es aber auch wirklich so gar nicht mit meinem persönlichen Alltag zu tun hat. Vielleicht hat es wirklich damit zu tun, dass vielleicht die breite Masse der Menschen eben doch auf dem Land lebt und nicht so wirklich in der Stadt. Wobei das stimmt eigentlich auch nur so bedingt. Aber auf jeden Fall scheint das ja eine große Klientel zu geben, die sich dafür interessiert. Und das ist halt eben das, was mich doch immer wieder verwundert, dass es so viele Leute gibt, die sich für Landwirtschaftssimulation interessieren. Aber also ich habe mir auch schon häufig YouTube-Videos und sowas dazu angeguckt. So, jetzt wurde uns die 40 km wurden uns hier angekündigt. Ne, also oft genug auch YouTube-Videos angeguckt, auch von den Go-To-Kanälen, die man vielleicht auch im deutschsprachigen Raum mit Landwirtschaft verbinden würde. Ne? Wer auch immer das ist, kennt die, glaube ich, sowieso besser als ich, wenn ihr euch dafür interessiert. Auch schon alles gesehen, aber es ist einfach nichts, wo ich mir jemals denken würde, ach ja, das Spiel möchte ich auch haben und dann sogar noch ein Let's Play draus auf YouTube machen. I don't get it. Aber ich gönne es auch jedem und jeder, der oder die da denkt, das ist was für mich. Go for it. Warum nicht? Aber auf der anderen Seite ist es halt für mich so eine Welt, die sich mir einfach bisher nicht erschlossen hat und sich auch vermutlich nicht erschließen wird. Also ich finde es auch mal schön, so an so ländlichen Gegenden vorbeizufahren, ne? Wenn dann irgendwie so eine Kuh oder so auf dem Acker steht, hatte ich erst neulich. Bin ich eher so ländlich unterwegs gewesen in Österreich und bin da an so einer kleinen Kuhweide vorbeigelaufen, wo ein paar wirklich unfassbar niedliche Kühe standen. Leider mit diesen Kuhglocken, was nicht so gut ist für die Gesundheit der Tiere. Also man müsste sich mal vorstellen, man selbst läuft da den ganzen Tag rum mit so einer Glocke. Nicht so cool. Aber auf jeden Fall war das natürlich ein sehr, sehr cooler Anblick. Ein sehr schöner Anblick, auch ein sehr süßer. Auch ein paar Fotos gemacht. Aber das ist vielleicht maximal das Einzige, was mich dann an Landwirtschaft an sich reizt. Aber okay, gut, ist auch egal, darum geht es auch gar nicht, sondern um Züge, die wir hier fahren. Beziehungsweise jetzt gleich auch nicht mehr unbedingt fahren werden, denn wir sind im Grunde genommen angekommen hier in Stockheim, dem Ziel unserer heutigen Fahrt. Hier wird dann ein Kollege übernehmen, wir machen Feierabend, gehen nach Hause, schreien unsere Frau und Kinder an. Das Übliche halt, ne? So. Nein, machen wir natürlich nicht. Sollten wir auch nicht. Wird aber trotzdem oft genug gemacht. Häusliche Gewalt ist ein großes Problem. Egal. Wir halten an, lassen Fahrgäste ein- und aussteigen, wenn sie es denn wollen. So.
Fantastisch. Wir geben die Türen auf der rechten Seite frei. Und damit verabschiede ich mich dann ganz herzlich bei euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.